Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Omerta, City of Gangsters. Und wir sehen hier unsere Ganoven, haben alle einen Levelaufstieg hinter sich gebracht. Jetzt können wir natürlich mal gucken, was wir hier noch alles hinkriegen. So, benötigt Level 4 Gewandtheit kleiner 10, dann erhöht die Gewandtheit um einen Punkt. Ja, hört sich doch gut an. Gewandtheit ist ja dafür da, dass der Charakter mit Schusswaffen umgehen kann. Da würde ich sagen, das hört sich gut an. Klug, ja, mehr AP brauchen wir nicht. Gesundheit, ja, kann man sich drüber streiten. Gesundheit haben wir derzeit 90. Wir könnten natürlich auch die Gesundheit mal erhöhen, aber ich bin für AP, weil draufhauen, umhauen, abhauen. Okay, und wie vergebe ich jetzt den Punkt? Ach nee, geht nicht. Das ist, habe ich schon alles. Ja, dann bleibt nur noch Klugheit. Also klug ist erhöht AP um einen Punkt, oder? Nee, also direkt, Moment, das wird empfohlen und das können wir alles auswählen. Ja, dann können wir natürlich hier schön gucken, dass wir das alles hinkriegen. Aber hier, benötigt Level 5, ich nehme noch als Level 4, hä? So, Fernkampfschaden erhöht sich um 20%. Das hört sich natürlich auch gut an, Scharfschütze. Nahkampf gepaart ist immer nicht. Glückspiss, Reichweite, Intuition. Initiative um 1 erhöhen ist natürlich auch schön. Dann können wir mehr Züge machen. Tapferkeitstraining ist auch schick. Bewegungspunkte erhöhen. Adler, Auge ist Gewandtheit. Achso, nee, das braucht... Okay. Ist 9 das höchste? Kann das sein, dass wir Gewandtheit gar nicht mehr steigern können, weil wir da schon das Maximum haben? Könnte natürlich auch sein. Das ist ja geil. Camper, Trefferchance mit Schusswaffe steigt um zusätzlich 10%, wenn du mit Deckung bist. Das ist ja cool. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal irgendwas, was... unsere Trefferpunkte irgendwie erhöht. Tapferkeit... Das gibt's doch nicht. Ich muss noch irgendwo nochmal... Hier, Zähigkeit 2, genau. Sowas haben wir gesucht. C2, 15 Trefferpunkte bestätigen. So, jetzt hat der 105 Gesundheit. Dann machen wir hier, Levelaufstieg. Was hat er hier? Schön Reichweite, 5 Meter weiter fliegen die Kugeln. Oder klug, Berserker. Tapfer, Kämpfer, Adlerauge, flinke Füße... Tapferkeitstraining. Zähigkeitstraining ist natürlich auch was Schickes. Das hat aber, glaubt, der andere schon. Da kriegen wir Zähigkeit plus 1. Aber ich meine, der hat schon gut Ausdauer. Da würde ich lieber auf Schaden setzen. Den würde ich lieber Gewandtheit noch ein bisschen steigern. Das haben wir aber schon gesteigert. Und versuchen wir mal einen Schaden zu steigern. So, innerhalb einer Runde hat jeder Angriff auf einen Gegner eine 10% Bonuschance zu treffen. Bis zu einem Maximum. Okay. Das hört sich gut an. Damit können wir mit Sicherheit mehr Bums machen. Dann machen wir mal Adlerauge hier bei dem. Ja, machen wir Adlerauge. Das passt. So, dann geht's weiter mit dem guten Kollegen. Machen wir auch mal Levelaufstieg. Was hat der denn Schönes? Der ist auch eigentlich einer, der rumballert. Er hat auch eine gute Ausdauer. Tapfer wäre Muterhöhung. Initiative hört sich gut an bei dem. Das ist ja auch unser Medic-Mensch sozusagen. Der muss ja schon öfter mal durch die Gegend rennen. Tja. Rachendurstig.
Es ist wirklich schwer hier. Also ich habe mich mit den Stats bisher noch nicht so wirklich viel auseinandergesetzt, weil ich hatte bisher kaum Level-Ups bei den Spielern. Ich würde mal sagen, 5% mehr Crit wäre auch nicht verkehrt bei dem, wobei ich dem gern generell den Schaden erhöhen würde. Ja, wir machen auch hier Adlerauge, glaube ich. Das ist passt wohl mit am besten. Bei dem haben wir Levelaufstieg und da müssen wir jetzt mal ganz genau gucken. Das ist ja ein Scharfschütze. Was wir hier mehr kritischer Treffer, hört sich natürlich genial an. Wenn wir den öfter ins Spiel bringen, könnten wir natürlich auch genial, aber ich glaube, das haben wir schon fast alles. Reichweite wird uns vorgeschlagen, dass wir nochmal 5 Meter weiter schießen können. Ich bin allerdings eher dafür, dass wir dem auch einen Schaden erhöhen. Also entweder durch Crit oder eben hier durch die Reich, also durch dieses Adlerauge. Damit wird seine Treffsicherheit halt immer höher. So, ich würde sagen, mehr Crit machen wir bei dem, weil der trifft ja schon ganz gut. So, was schlagen Sie hier vor? Adrenalinrausch. Das macht 5 Bewegungspunkte pro Runde. Mehr, also mehr Bewegungspunkte. Und zwar allerdings würde ich da sagen, da wollen wir mal ein bisschen hier Bums erhöhen. Wie viel Initiative hat er denn? 5. Nahkampfexperte haben wir noch nicht gelevelt bei dem. Tja, dann würde ich sagen, leveln wir mal Nahkampfexperte bei dem. Muskeln 10. Also 10 gibt's wohl. So, dann hat der hier noch einen Levelaufstieg und dann machen wir natürlich auch Nahkampfexperte, wenn er das nicht schon hat. Das hat er aber schon. Was ist stämmig, wird schlechter getroffen. Adrenalinrausch hat er mehr Bewegungspunkte. Berserker, tapfer, Kämpfer, Gewandtheit. Flinke Füße, 2 Bewegungspunkte. Mehr kritische Treffer, wenn er zuhaut. Muskeltraining erhöht den Muskelwert um 1. Das ist natürlich ein Wahnsinnswert, weil der macht alles, was mit Nahkampf zu tun hat, ist muskelwertabhängig. Da würde ich sagen, machen wir mal Muskeltraining mit dem. Das ist, glaube ich, mit das Sinnvollste, dass der mehr Schaden macht. Und dann haben wir sie alle hier durch. Da haben wir unseren Level-Up sozusagen durchgeführt. Hat ja auch nur geschlagene 7 Minuten gedauert. Ist ja nicht so, dass das jetzt schnell oder langsam ging. Das ist unglaublich. So, dann gucken wir mal flott hier rein, was es hier noch gibt. Geld? Nee. Das macht auch keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Wir müssen Bier verkaufen. Na super. Der bescheißt uns garantiert wieder. Flüsterkneipe, Lieferung. Geht noch nicht. Wo ist die andere? Ich hab's geahnt, dass mir das wieder in die Quere kommt. Verdammt, danke nochmal. Ich wollte noch schnell verkaufen. Da ist die andere Flüsterkneipe. Lieferung. Ja, jetzt haben wir keine 30 Bier, weil wir haben gerade eben welche verkauft. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder 30 Bier haben. Das ist super. Na komm, gib mir noch ein Bier. Sag ihnen, ich komme. So, sehr schön. Jetzt ist er unterwegs mit 30 Bier, hat das Lager wieder nach unten gedrückt. Klein Penner hetzt Mamas kleinen Jungen. Ah, und jetzt ist die Mission auch erfüllt, dass wir ein größeres Lager haben. Darauf trinke ich ein. Und er hat auch irgendwas erledigt hier für irgendeinen Deputy. Ich glaube, der hat ihn bestochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, da ist jetzt. Nee. Keine Ahnung. Fahndungswert haben wir, glaube ich, mit dem gesenkt. Alter Schwede, ich habe irgendwie einen Überblick verloren. Wir müssen hier dringend, wir müssen dringend Kohle machen. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Dass wir hier expandieren können, müssen wir dringend Kohle machen. Das Umspringen nervt mich so ein bisschen. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Laden, den versuchen wir jetzt zu mieten, machen da drin eine Flüsterkneipe auf. Wird natürlich unser Fahndungslevel wieder hochtreiben. Wir haben momentan den Kampf 3 Sterne für 450. Na, Alter, hopp. Vom Ganzen wegschauen. Sag ihnen, ich komme.
Mach mal hin, mach mal den Laden auf. Was dauert denn da so lang? Das ist ja ein Krampf mit den Leuten hier. Der ist schneller zurück vom Deputy. Dass ich der Boss bin. Ach nee, das war so rum. Okay, gut, eröffnen. Wir machen hier eine Flüsterkneipe auf, damit wir hier Bier und Schnaps verkaufen können. Und mehr Cola einnehmen, weil wir brauchen Geld. Wir brauchen jede Menge Geld. Dann können wir uns hier die Polizei ein bisschen vom Leib halten. Dann können wir nämlich hier die Polizisten bestechen, können uns dort Waffen kaufen. Großartig. So, sehr schön. Upgrades, mehr Profit aus Bier und Lagerraumerhöhung. Und ab geht er. Das ist das, was ich am besten so, der hat die Sterne schon mal gesenkt. Das ist super. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine Versicherungsgesellschaft. Okay. Ja, gut, wir müssen uns an viele Arbeiten machen, denn wir brauchen, um diese Option zu nutzen, brauchen wir einen Anwalt. Wir brauchen dazu Bauplätze, wo ich noch nicht mal weiß, wo wir hier welche haben. Also ich, hier ist einer, da ist irgendwo ein Bauplatz, hier ist ein Bauplatz. Der kostet 450 sauberes Geld, den können wir schon mal kaufen. Da haben wir schon mal einen und dann brauchen wir noch einen Bauplatz. Gibt es hier überhaupt so viele Bauplätze? Das ist nämlich die nächste Frage, die sich mir stellt. Was haben wir hier? Großzügiges Trinkgeld. 500 dreckiges Geld für Informationen. Ja, leck mir am... Unglaublich. Tja, wir können nicht einschüchtern, wir haben keine Schusswaffen. Ja, wir müssen hier dringend weiter... Oh, da ist noch einer. Wir müssen hier dringend weiter forschen, um hier das Gebiet zu erweitern und um mehr Optionen zu kriegen, die wir dann nutzen können, um uns hier weiter gegen die FBI-Agenten zu wehren. Puh, wir kommen langsam ins Schwitzen, denn, ja, wie soll ich sagen, der Fahndungslevel steigt und steigt und steigt und steigt. Und wir brauchen Geld, 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 Geld und Geld. Erledigt, Boss. Sehr schön. So, der kauft Bier, wir haben aber keins zu verkaufen zurzeit. So, tauscht 200 sauberes Geld gegen 500 dreckiges Geld. Das hört sich gut an. Die Regierung kann einen ehrlichen Geschäft auf der Spur. So, was macht unsere Apotheke eigentlich hier an Umsatz? Haben wir das schon erweitert? Nee, haben wir nicht. Ja, die Effizienz würde ich gern steigern hier von dem Laden. Dazu brauchen wir aber 1000 dreckiges Geld. Ich könnte jetzt einen kippen. Die haben wir gerade nicht, weil der ist noch unterwegs. Wir brauchen für so vieles so viel Geld und wir haben keins. Das ist das, was ich am besten kann. So, jetzt haben wir 1300 dreckiges Geld. Jetzt ist erstmal die Frage, können wir hier auf so einem Bauplatz schon einen Anwalt bauen oder sowas? Da brauche ich Level 4 für, okay. Da brauche ich Level 3 für, super. Also müssen wir erstmal unser Gebäude ausbauen und, oh Gott. Ja, ich ahne Böses. Also machen wir erstmal Upgrades. Die Effizienz steigern. Dass wir hier mehr Geld verdienen mit dem, was wir da verkaufen. Und dann werden wir im nächsten Zug das, was wir verkaufen, erhöhen. So, die verkauft Lagerplatz. Das ist immer gut, aber wir haben kein Geld. Einer meiner Kunden ist pleite. Er muss ein paar kleine... Niemand erledigt Dinge so wie ich. Oh, oh, ich sehe... ja, genau. Das habe ich kommen sehen, dass wir Gehalt zahlen müssen und dass dann die Kohle knapp wird. Gibt es hier irgendwelche coolen Geldjobs? Nein. Damit kann man wirklich am meisten Asche verdienen, mit Geldjobs. Puh, 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 puh. Wir kommen langsam echt in Schwitzen. Der könnte langsam mal zurückkommen. Hier, der Kollege.
Also wir müssen rabiater werden, glaube ich. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Wir brauchen Geld und dazu müssen wir jetzt rabiater werden. Ist mir jetzt völlig schnuppe, wir überfallen jetzt hier die Dinger. Alles wird gut. Und versuchen da jetzt so viel Kohle wie möglich rauszuholen. Was haben wir hier für einen Laden? Dann können wir aufkaufen, Hinterhalt, Beziehung warm. Beziehung warm? Was kostet der? 1000 dreckiges Geld haben wir gerade nicht. So, da hinten haben wir noch nichts erforscht. Das ist mit eins der Hauptprobleme. Den Laden hier können wir abplündern. Da kriegen wir Waffen. Und dann können wir wieder Geld verdienen. Ja, weil wie gesagt, wir brauchen Geld ohne Ende. So, Schnapsbrennerei ist schon mal pleite gegangen. Das gibt Gebäude. Jetzt liefern wir denen hier mal schnell 30 Bier, damit wir wieder zu Kohle kommen. Die mögen uns jetzt wahrscheinlich gar nicht. Und da hinten ist ein Laden frei geworden. Wir haben da ein ordentliches Konzert. So, 15 Schusswaffen haben wir auch. Dann können wir uns hier in die Expansion wieder ein bisschen ausbreiten. Indem wir dem hier Schusswaffen liefern. Und zwar 5 Stück mit dem hier. Dann kriegen wir da wieder ein bisschen Infos über das Gebiet da hinten. Darauf trinke ich ein. So, der hat dreckiges Geld. Jetzt geht's hier rund, weil das Fahndungslevel muss runter. Also bestechen wir den mal für 1000. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Dann gucken wir mal schnell hier. Schusswaffen. Der verkauft Schusswaffen. Das wollen wir nicht. Der tauscht 1000 sauberes gegen 2900 dreckiges Deal. Stell keine Fragen, du wirst keine Antworten kriegen. Deal. Es ist ein freies Land, oder? Jetzt hoffe ich, dass das alles hier ganz, ganz flott geht, denn wir müssen ganz wichtig den hier nutzen, und zwar doppelt nutzen. Wir wollen von dem natürlich die Waffe kaufen, die er hat, und dann wollen wir nutzen, um alle Fahndungssterne in den Keller zu drücken. Es sei denn, wir haben hier nochmal die Option. Nee, haben wir nicht. Ja, das wird, wie gesagt, es gibt kritische Momente hier. Notfalls müssen wir mal die FBI-Agenten so bestechen. Komm, noch ein Bier. Gib mir noch ein Bier. Arbeit macht mich durstig. So, der hat den bestochen. Schönes Ding, oder was? Der hat den Deal gemacht. Jetzt können wir hier Waffe kaufen. Was gibt's denn hier? Messer. Ja, komm, Messer. Wir brauchen einen, der das schnell erledigt. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Der hat hier hinten neue Gebäude ausgekundschaftet, fast alles leerstehend. Da kann man sich mit Geschäften breit machen, das ist schon mal gut. Großzügiges Trinkgeld, 500 dreckiges Geld haben wir auch mittlerweile. Wir müssen die Karte erforschen. Ich könnte jetzt einen kippen. So, der hat die Klinger gekauft. Dann machen wir jetzt hier Gefallen einfordern und Start. Und jetzt hoffe ich, dass der das schnell genug macht. Wunderbar. Puh, alle Fahndungssterne wieder weg. Ein Wahnsinn. Dann schicken wir den jetzt hierher. Den hier bestechen. Um die nächste Option direkt sozusagen freizuschalten. Alter Falter, das war knapp. Und da ist noch einer. Ach du lieber Himmel. Ja, die wissen, warum sie so viele von denen hier hingebaut haben. Der Wolf ist zurück. Okay, da ist noch eine Schnapsbrennerei. Da sind Bauplätze. Also wahrscheinlich kann man da mit Anwälten und so weiter kräftig gegenwirken. Ich bin jetzt hier am gucken. 500 kostet Level 2, das nutzen wir. So, der 400 saubere sind 1000 dreckiges Geld, hört sich gut an. Die
der Regierung kann einen ehrlichen Geschäftsmann... Auf der Spur. Wir brauchen aber auch bald sauberes Geld. Also es ist nicht so, dass wir das nicht bräuchten. Wo haben wir denn die Apotheke? Die können wir nämlich nochmal upgraden. Da können wir nochmal hier das machen. 600 dreckiges Geld für 3 mehr Schnaps verkauft. Dann machen wir mehr sauberes Geld. Darauf trinke ich ein. So, der hat den bestochen. Was hat der denn für eine Waffe? Maschinenpistole. Plus 10 Schaden. So, da plündern wir mal rotzefrech. Achso, können wir noch nicht. Also wir hauen hier jetzt volle Kanne rein. Wir terrorisieren jetzt hier sozusagen diese Gegend und schicken dann unsere Schläger los. Ich liefere Resultate. So, der hat einen Geldjob erledigt. Da haben wir wieder ein bisschen dreckiges Geld. Damit können wir den hier nochmal bestechen. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen kämpfen, würde ich sagen, damit wir hier der Polizei entgehen können. Also wir haben schon wieder 1000 sauberes Geld. Die verdammte Regierung kann einen ehrlichen Niemand erledigt Dinge so wie Da geht's jetzt relativ flott voran. Weil wir das natürlich ganz clever gemacht haben, dass wir hier den die Apotheke hingebaut haben, die ganz viel sauberes Geld erwirtschaftet. Das ist natürlich super, weil sauberes Geld ist natürlich, sauberes Geld, ne? Da können sie uns keine Steuerhinterziehung vorwerfen. Den können wir beliefern. Da schicken wir mal den hin. Ich beeile mich, Boss. Erledigt. So, der kommt mit 20 Schnaps zurück. Darauf trinke ich ein. Und der hat den bestochen. Mal gucken, was für eine Waffe der anbietet. Schlagring für 900. Das ist natürlich schick. Tja, würde ich sagen, schicken wir auch mal einen hin, der sich den Schlagring holt. Die Frage ist nur, wann. Das ist das, was ich am besten kann. Weil wir brauchen erstmal Geld. So, der überfällt den Laden. Den haben wir gerade überfallen, glaube ich. Ja, genau, den haben wir gerade überfallen. Ich suche Geschäfte, die ich plündern kann. Das ist die pure Verzweiflung, weil wir Geld brauchen. Wir brauchen massig Geld, um uns gegen die Fahndung zu wehren. Jeder hat mal Glück im Leben. Den können wir wieder überfallen. Also gehen wir da rein. Dann gehen sie halt pleite. Ich meine, das ist mir persönlich, ist das ja wurscht, ob die pleite gehen oder nicht. Und dann gibt's einen Kampf. Ich wollte gerade sagen, so, und das war die letzte Aktion und dann gibt's einen Kampf. Super, es ist immer super hier. Die Kämpfe kommen immer dann, wenn man sie gerade nicht gebrauchen kann. So, also wählen wir mal aus. Was haben wir hier? Besseres Sichtfeld. Dann machen wir den hier mal als Unterstützung. Der hat aber schlechte Chancen wegen der Unterstützung. Der hier ist Unterstützung. Der und der, die gehen da rein. Und dann hoffe ich, dass das schnell geht, denn ich wollte hier keinen 3-Stunden-Part machen. Ich hatte eigentlich nur vor so 25 Minuten Maximum und wollte mich langsam aufs Ende vorzubereiten. Jetzt kommt das hier. Das sind irgendwie... Okay, denen gehört das Haus und die stehen da drin und die wollen da jetzt uns dran hindern, dass wir denen ihren Kram klauen wahrscheinlich. Zeit, deinem Schöpfer gegenüber zu treten. So, das war dann schon mal Gegner Nummer 1. Jetzt werden die dadurch natürlich hellhörig, ist ganz klar. Oh, wo kommt denn der her? Schwer ist gut. Den müsste ich jetzt mal irgendwie hier
so positioniert kriegen, dass er in Deckung ist und in der Nähe von dem, den er dann prügeln soll. Ja, führen wir den mal dahin. Oh, super, den hat er schon mal verfehlt. So, dann trifft er hier mit. Und damit. Und dann soll er hier in Deckung gehen. Dann sind nämlich wieder andere dran. Na, hervorragend. Bin soweit, Boss. Ich finde das super, wo auf einmal die ganzen Leute hierher kommen. Nein! Gute Arbeit, Jungs. Was war das? Der hat irgendwas automatisch gemacht gerade eben. Das sollte er gar nicht tun. So, den kriegen wir doch bestimmt auch. Was haben wir hier? Gegner, ein Schuss für jeden Gegner im Gebiet. Der hat aber irgendwie, der hat da zwei drin normalerweise. Ja, hau mal rein. Ja, der sieht nur einen. Also macht er im Prinzip nur einen Schuss. So, dann kommen wieder Mafiosis dran. Die rennen auch schön da hinten rum. Der Koloss ist hier. Warum ist der jetzt gestorben? Ich war noch gar nicht am Zug und der stirbt am Feuerschaden, oder wie? Das ist ein schlechter Witz. So, wir müssen hier irgendwie raus aus dem Feuer und wir müssen den hier irgendwie bearbeiten. Der verfehlt den immer. Warum verfehlt er den denn Noch immer? immer So. unbesiegt. Jetzt ist er Matsch. Gut. Die rennen durchs Feuer und kriegen keinen Schaden und ja, klar, logisch. Immer doch. Der braucht natürlich 8 AP, um den wieder aufzuheben. Oh, das ist doch zum. Das läuft taktisch sehr gut. Ich bin begeistert. Ich bin sowas von begeistert, dass ich mich kaum krieg vor lauter Freude. Deshalb rennen wir da jetzt weg. Dann kommt das Quicks dran, der den reinkriegt, aber vorbeischießt und nochmal vorbeischießt. Warum schießen die denn vorbei, Mann? Alles, was ich nicht gebrauchen kann, passiert. Ja, klar. Da? So, jetzt mal gucken, ob der das hinkriegt. Peng. Und verfehlt. Oh Gott. Ja, ein Drama. Mehr sage ich nicht wie ein Drama. Was ist denn mit dem? Oh Gott, der fällt mir auch noch um. Der verblutet mir. Und ich kann die Fähigkeiten nicht nutzen, um einen Charakter wieder zu beleben. Das ist doch ein Krampf. Ich kann nicht mal schießen. Was kann ich denn überhaupt machen mit dem? Das ist doch ein Witz. Ja, ich kann nichts machen, außer da stehen und warten, bis er tot Bin dran. umfällt. Das ist ein Hohn. Treff doch mal. Warum stehst du eigentlich da unten und ballerst da rum? Wie kamst du eigentlich dahin? Ein Arzt. Oh, warte. So, jetzt aber den da aufheben, bitte. Geht das nicht? Wollen die mich verarschen? Ich muss da irgendwie hinrennen können. So, den da aufheben, bitte. Aufheben. Es ist nichts. Jawohl, ja, aufgehoben. Und jetzt steht er natürlich mit halbem Leben mitten im Weg und ich kann ihn nicht wegbewegen. Das ist doch ein. So, Zeit, es jetzt anzugehen. aber. Den da muss ich wohl opfern, wie es aussieht. Wir rennen mit dem jetzt zurück. Es ist nichts So, schicken Persönliches. den mal ins Nirvana, dass das endlich mal endet hier. Dass da draußen einer steht, der unsere Leute verprügelt. Schwer ist gut.
So, das passt. Bin dran. Jetzt muss ich den da irgendwie hier vorziehen. So, der hat einen drin. Sehe ich das richtig? Ja. Und verfehlt. Es ist super. Schön, dass wir den geskillt haben. Ein Arzt! Oh, warte. Oh, Backe. Ja, wenn die immer alles verfehlen, dann sorry, Leute. In Ordnung, dann los. Macht das alles hier sehr viel Sinn. Der Einzige, der trifft, ist Shark und auch der nicht immer. Jetzt kommt der mit der Schrotflinte raus und haut da mal rein. Ja, ist super toll. Der sieht keinen, der muss sich wahrscheinlich erst zur Seite bewegen, bis hierhin, dann sieht er einen. Ja, schön, wenn er mal treffen würde, aber der schießt jeden zweiten Schuss vorbei. So, wir erholen uns, rennen da rein. Nee, können wir nicht. Super. Es läuft. Ja, Schrotflinte mal kräftig reingehalten hier. Der ist aber jetzt auch angeschlagen. Alter Falter. So, eins. Sag deinem Schöpfer gegenüber tot. Jetzt ist Doc dran, der noch lebt. Die Frage ist nur noch, wie lang. Das war zu viel meiner Medizin für ihn. Wir haben es geschafft. Wir haben es gewonnen. Ein Wahnsinn. Ich hätte nicht geglaubt, dass wir diese Schlacht gewinnen, weil die lief mal absolut beschissen. So, der kommt mit 30 Bier zurück. Das ist doch schon mal gut. Ja, ich sage an der Stelle dann erstmal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt Omerta City of Gangsters. Wir bauen noch mal schnell unser Haus aus, holen noch ein paar Schusswaffen hier raus. Der geht dann auch pleite. Und alles andere sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.